Er bewegt die Welt, er bewegt die Bühnen dieser Welt. Und wenn ein normaler Redner vielleicht begeisterte Zuhörer hat, dann hat ein guter Redner Fans. Er hat sensationelle Fans. Seine Veranstaltungen sind so groß, dass sie fast nicht mehr übersichtlich sind und zählbar sind. Manche Redner würden sich wünschen, dass die Teilnehmerzahl so groß ist, wie es bei ihm die Crew ist. Dieser Mann tourt. Mein letztes Bild waren 250 Crewmember durch Deutschland. Wahrscheinlich sind es längst schon 400. Egal wie viel, ich bin froh, dass wir ihn in dieser aufregenden Zeit, in der, glaube ich, nicht die halbe Welt, sondern die ganze Welt nach ihm schreit, dass wir ihn ins Studio eingeladen haben. Und die Einladung war nicht schwer. Das Besondere ist, er ist gekommen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. In meinen Augen der beste Redner, den ich kenne. Ein echter Superstar, nicht nur auf der Bühne. Herzlich willkommen, Tobias Beck. Was soll ich nach dieser Einleitung jetzt noch bringen? Was sollen die Leute denken? Du, wir wissen, es tut mir leid, aber bei dir wäre alles andere ein Euphemismus gewesen und selbst das ist sensationell. Danke. Nein, Tobi, du gehörst zu den ganz, ganz Großen dieser Erde. Ich darf das sagen. Ich glaube, du bist ein fleißiger Mann, gleichzeitig ein talentierter Mann und weißt du, ich bin auch gut auf der Bühne und ich kriege das auch mit. Sehr, aber, sehr. Aber ich finde das schon schön, wenn du auf die Bühne gehst, dann kreischen die schon. Ja? Also wenn ich gut bin, schaffe ich es, dass meine Teilnehmer danach kreischen. Ja? Und da muss ich schon richtig was gegeben haben. Aber deine kreischen schon, dass du das Mikrofon noch gar nicht angesteckt hast. Das finde ich schon sensationell. Auch nicht alle, nur manche. Ne? Tobi, erzähl, was sind deine Themen? Worüber sprichst du? Es gibt ja viele Menschen, die ich, nein, nicht mehr viele. Es gibt noch ein paar wenige Menschen, die dich nicht mehr kennen. Erzähl gern ein bisschen. Was sind die Inhalte von Tobi Beck? Was erzählst du auf den Bühnen dieser Welt? Also um es wirklich runterzubrechen, glaube ich, dass wenn wir anderen Menschen Konfetti ins Leben schmeißen, ja, dann wird unser Leben nicht so dunkel und ein bisschen schöner werden. Und ich erlebe ganz, ganz viele Menschen, die haben einen ganz normalen Job, die haben ein ganz normales Leben, denen geht's gut. Und wenn du mal ins Gespräch gehst, fangen die ganz, ganz oft Sätze an mit, ja, das Wetter in Deutschland wird immer schlimmer. Mhm. Und wo ich gerade mal dabei bin, die Krankenkassenbeiträge wurden erhöht und dies und jenes. Und die konzentrieren sich halt auf Dinge, die negativ sind oder die für uns alle da sind, aber auf die wir nicht unbedingt gucken müssen. Und ich habe ein Programm entwickelt, das heißt Unbox Your Life. Damit sind wir gerade auf Tour, wo wir bewusst Verhaltensmuster auf eine nette Art durchbrechen, indem wir den Leuten Tipps geben, wie sie mit ihrem inneren Bewohner, Bewohner nennen wir Leute, die nur rummeckern und das Loch im Donut suchen und sich darüber beschweren, wie wir den ein bisschen leise machen können in uns und dann im Idealfall an andere Menschen zurückgeben. Ich glaube, das ist ganz knapp zusammengefasst, das, was ich mache. Damit haben wir jetzt gerade angefangen, auf Tour zu gehen in vielen Städten in Deutschland. Ich bin vollkommen überrascht, wie voll das wird. Wir gehen jetzt da bei einigen von Tausenderhallen auf 2000er. Wow. Und ich glaube, dass es nicht an Tobi Beck liegt und auch nicht an Unbox Your Life liegt, sondern dass es Menschen gibt, die sich immer mehr die Warum-Frage stellen, die sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Warum tue ich denn das, was ich tue, wirklich? Und ich glaube, dass wir gerade in einem Prozess sind, in so einem Umwandlungsprozess. Mich hat letztlich unser gemeinsamer Kollege Christian Bischof angerufen und der hat mir eine spannende Frage gestellt. Er hat gesagt, Tobi, sag mal, dein Instagram-Account, ist es echt? Macht ihr da was? Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Er sagt, habt ihr da einen Bot, der darüber läuft? Oder wächst das organisch? Dann habe ich gesagt, ich war erstmal ziemlich konsterniert, habe gesagt, du, da muss ich jetzt mein Team anrufen, weil ich, um ehrlich zu sein, ich mache nur die Stories, stell die da rein, das weiß ich nicht. Ich wünschte, sonst hätte es mir jemand gesagt. Dann habe ich bei meinem Team angerufen, haben die gesagt, nee, das wächst automatisch so und das, sowas würden wir nicht tun. Dann habe ich ihn zurückgerufen, hat er gesagt, das ist spannend, dann wächst ja wirklich die ganze Branche gerade exorbitant. Das bin ja nicht nur ich, das bist du, das sind die Großen auf dem Markt. Und ich glaube, dass sich gerade da in der Gesellschaft wirklich was verändert. Und das ist das eine, was ich mache, also dem Rechnung zu tragen, den Leuten zu helfen, in ihr Potenzial zu kommen. Das Ganze humorvoll und lustig und nicht so ernst nehmen. Also weder mich noch das Thema, die Leute ja. Ja, ja. Und das andere, was ich mache, das ist ja so unsere Überschneidung, unser Schulterschluss. Ich mag gerne Menschen auf Bühnen stellen, weil ich glaube, dass Menschen eine Geschichte zu erzählen haben und dass dieser Markt immer weiter wächst. Und das sind meine beiden ganz, ganz großen Passionen neben meiner Familie.
Also, um mal auf die Bewohner einzugehen, und da habe ich den Markt natürlich mit dir anschauen. Die Tage sagte eine Dame zu mir, ich fand den Spruch so schön, die Bushaltestelle, und Bushaltestelle ist die Metapher für alles im Leben, ist eine Dating-Plattform für Jammernde. Ne? Also im Sinne, man trifft sich, jammert über das Wetter, über dieses, genau, über jenes. Also tausend Stellen, an denen sich Bewohner treffen, und das ist so. Ja. Warum dein Instagram-Account so stark wächst, weiß ich mittlerweile, nachdem ich das Mittagessen mit dir verbringen durfte und du herrliche Stories verpasst hast, die uns viel Freude bereitet haben. Ja, sich da nicht so ernst zu nehmen halt, ne? Ja. Auch bei Instagram. Also ich glaube, es gibt so viele Menschen, die einem immer sagen, wie man irgendwas machen muss. Ich hatte gar keinen Instagram-Berater. Mein Team hat mich wochenlang wirklich bekniet, mach das doch. Okay. Und weißt du, ich bin ein Grundauf, und das glaubt mir immer keiner, ich bin ein fauler Mensch. Okay. Ich arbeite andauernd, aber ich bin Grundauf niemand, der sagt, oh, ich muss jetzt noch irgendwas machen. Am liebsten spiele ich mit meinen Kindern zu Hause Lego oder kusche mit meiner Tochter auf meiner Lieblingscouch, bis ich Spaß an etwas bekomme. Ja, ja, klar. Wenn diese Spitze dann natürlich erreicht ist, dann mache ich das ganz exzessiv. Also bei allem, ob es jetzt Speaking ist oder Instagram. Oder Lego, ja. Oder Lego. Ja, ja. Und ich habe irgendwann den Spaß an Instagram bekommen, weil ich gemerkt habe, oh, guck mal, das ist ein Tool, mit dem kann ich Menschen die Wahrheit zeigen, wie das Leben wirklich ist. Also anstatt Hallo und so machen wir das ja nicht, sondern ich zeige den Leuten, wie ich morgens im Bademantel aufstehe und dann gehe ich irgendwann duschen, da sind sie jetzt nicht dabei. Aber dann würde er explodieren. dann sind alle weg. Dann sind alle weg. Und dann nehme ich die auch mit in eine Halle rein, wo und das ist unser Markt. Der Markt ist ja nicht der, wo die kreischen, die Leute. Das sind dann Plattformen wie Programme, wo schon Menschen drin sind, die das kennen, was wir tun, sondern wo 1000 Menschen sitzen, klinisch tot, nur noch nicht umgefallen, und wo wir dann mit der Zwangsbeatmung beginnen. Und das ist spannend für Menschen zu sehen, was passiert da, und dass sie dann am Ende mit Luftballons tanzen nach 30 Minuten, da nehme ich Menschen mit, und das finden die interessant und spannend. Ja, ja, und die Menschen lieben das, was du tust, das weiß ich. Du, wenn du vom Markt sprichst, was mir so auffällt ist, jetzt bin ich ja schon eine Generation, früher waren ja Trainer oder Speaker was ganz was Spezielles, oder? Du warst ja früher Trainer für alles, da warst du ja Zeitmanagement und Verkaufen, da gab es ja noch nicht mal Spezialisierung. Heute finde ich, ist der Markt unheimlich großartig aufgeteilt worden. Ja. Ich finde, dass er enorm wächst. Ich kenne auch die Zeiten von Birkenbiel. Ich kenne sogar noch die Zeiten von Birkenbiels Vater, der ja damals der Urvater aller Trainer und Speaker war. Und ich erlebe so viele außergewöhnliche Dinge. Und ich habe eins, und das ist mir so wichtig, voraus. Ich kenne ganz viele Menschen, die heute erfolgreich sind am Speakermarkt, die es ja mal nicht waren. Mhm. Ja? Und natürlich, wenn du so als Newcomer reingehst und die tollen Namen siehst, denkst du, ja klar, der hat es ja geschafft, ist ja logisch. Klar. Und das war ja ganz einfach. Ne? Ja. Und ich finde es so toll, weil es sieht ja wirklich so aus, aber ich kann mich noch an den einen oder anderen erinnern, der mal heulend am Tisch gesessen ist und gesagt hat, oh, verdammt nochmal, was mache ich überhaupt? Mhm. Und jetzt merke ich auch, dass dieser Markt größer und größer wird. Ich glaube, unvorstellbar groß. Und bin natürlich auch neugierig auf deine Meinung, was du dazu sagst. Denn ich sehe, dass wir unheimlich viele Nischengruppierungen bekommen. Dass wir unheimlich viele, Gott sei Dank, viele Newcomer haben. Viele Menschen, die Bühnen rocken. Und ich sehe gerade in digitalen Zeiten, dass die Nachfrage nach analog, also digital ja sowieso, aber eben auch nach echten Veranstaltungen immer größer wird. 100%. Also erstmal einer der Weinenden war ich auch, weil ich den Markt ja gar nicht kannte oder überblicken konnte. Ja. Ich bin als Trainer mal gestartet. Also erst, es gibt ja bei uns so eine Art Reise, die meisten hinter sich haben. Die meisten beginnen mit einer Coaching-Ausbildung, werden dann Trainer, Speaker. Und ich habe auch eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht, neben dem Psychologiestudium, weil mir jemand gesagt hat, du, das ist das, was du an der Uni lernst, das ist das, wie du es irgendwann im Business anwenden möchtest. Mhm. Das war so ein Callcenter, das hat mich angerufen. Okay. Damals vom, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, BMMB oder so. Es war in Frankfurt, also Coaching-Firma. Ja. Und kostete ein Heidengeld, aber ich habe mir damals schon gesagt, das stimmt. Ich habe im Psychologiestudium die Brücke nicht bekommen zum
Business. Da muss ich das wahrscheinlich machen. Dann bin ich dorthin, habe diese Coaching-Ausbildung gemacht, geht natürlich erstmal ums eigenes Coaching, dann kriegst du die ersten Klienten. Wusste aber immer noch gar nicht, dass es Speaker gibt. Und also das war mir vollkommen fremd. Und das ist auch so spannend im Nachgang, weil die Leute immer sagen, ja logisch, Tobi, klar, dass bei dir die Leute kommen. Nee, bei mir kam über Jahre gar keiner. Klar. Also niemand. Ja. Mein allererster Kunde war dann, nachdem ich bei der Fleischerei Fachinnung in Mettmann... Ja, genau, die Mettbrötchen auf der Kegelbahn oder so. Oder? Ja, genau. Also die Geschichte kannst du erzählen, finde ich wunderschön. Ja, ich bekam irgendwann einen Anruf von der Industrie- und Handelskammer in Mettmann, das war bei Wuppertal. Sie bräuchten jemanden, der Verkaufen beibringt, und zwar Upsell-Techniken. Und sie hätten gehört über meinen Vater, glaube ich. Ich wäre ja jetzt im Vertrieb und ich würde so gut verkaufen können. Okay. Uff, da habe ich gesagt, aber ich will mal Telefonverträge. Wer sind die denn jetzt? Ja, Fleischerei-Fachverkäuferin. Großartig. Und da habe ich gesagt, ja, das ist wirklich großartig. Dann bin ich da hingekommen, da saßen dann 10 Damen. Genau wie man sich das vorstellt. Also original der Typ Mensch, der... Fleischerei, Fachverkäuferin ist, ja. Und zwar in der Kegelbahn gibt es auch diese Tische, wo man dann drum sitzt. Ja, da vorne, da 40 Zentimeter kegelten andere. Ja, und wir hatten diesen einen Tisch. Und da stand ich dann mit einem Flipchart und habe für 50 Euro Upsell-Techniken beigebracht. Aber jetzt kommt, und das ist eine gute Nachricht für ganz, ganz viele, die Trainer werden wollen. Ja. Für mich waren das billige Inhalte, weil ich die aus dem Vertrieb kannte. Kopf leicht zur Seite legen, Kindchenschema aktivieren, Hände aufmachen, Halo-Effekt, nett lächeln, Schuhe putzen. Freundlich sein, Smalltalk, Menschentypen, also nichts, kein Rocket Science. Ja, ja. Und die sind daraus geflogen. Also nicht, die waren wie beseelt. Und dann rief der ein paar Tage später an und sagte, sie müssen das unbedingt wieder machen, sie können alle Leute hier schulen. Die verkaufen Fleischwurst und Matt, bis der Arzt kommt. Die Veganer müssen jetzt stark sein. Okay. Aber die gute Nachricht für jeden Trainer hier ist, du weißt immer etwas, was die Gruppe, die du trainierst, nicht weiß. Right. Und dann bin ich irgendwann zu 1&1 Internet AG gekommen, habe dort die Kundenberater mit aufgebaut. Meine erste öffentliche Keynote war allerdings dann 15 Jahre, nicht Tage, nicht Monate, 15 Jahre später. Wow. Sondern ich habe 15 Jahre lang nur Trainings gegeben. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, ja. Trainingraum. Ja. 15 Leute, 20 Leute, 1 bis 3 Tage. Übungen. Der Bauchladen. Ja. Zeitmanagement, interkulturelle Kommunikation, noch ein bisschen Konfliktmanagement da rein. Wie hätten Sie es denn gern? Ja. Auch erfolgreich in den Unternehmen. Immer weit, Change Management kam dann irgendwann dazu. Da gab es halt dann 10 Module, die habe ich mir alle selber ausgedacht. Ja. Und ich glaube halt, dass die meisten irgendwann nicht bereit sind, diese ganze Vorarbeit zu leisten, das heißt, diesen Keller auszuheben. Und der kommt mir natürlich jetzt zugute. Das ist also Erfahrung aus 15 Jahren Trainer sein, wo mich jetzt in so einem Raum auch nicht unbedingt was umhaut, ne, wenn irgendwas passiert. Absolut, ja. Sehe ich auch so. Drum bist du aber auch so ein Durchstarter geworden. Also hast du dann immerhin nach diesen 15 Jahren, war dein Time to Market im Speakermarkt natürlich schon sensationell schnell. Also ich glaube, es gibt keinen Mann und auch Frau, der so eine Wachstumskurve hingelegt hat wie du. Ich glaube auch im Gegenschluss, dass es schneller gehen kann. Klar. Aber es gibt ja auch den Spruch, die Treppe wird von oben gekehrt. Natürlich, manchmal finde ich den Weg fast ein bisschen beschwerlich, Coach, Trainer zu sein, weil du dir ja auch viele Dinge aneignest, die dir zwar einerseits helfen, aber die du andererseits nicht brauchst. Das stimmt. Ganz viel davon brauche ich jetzt nicht mehr. Moderationstechniken und Co. Also, das habe ich übrigens auch noch gemacht. Ja, ja. Jahrelang moderiert. Glaube ich, das ist der Klassiker. Ne? Und ja. Oder eben all diese Module und wie du die Gruppen aktivierst und so weiter. Und als klassischer Speaker, der du ja noch nicht mal, du bist ja sowieso alles, du bist ja ein toller Speaker, aber immer noch ja auch ein guter Gruppenaktivierer. Aber als der ganz klassische Business-Speaker brauchst du das ja schon gar nicht mehr. Das stimmt, das stimmt. Und das finde ich ja auch so spannend. Viele wissen ja gar nicht, dass es diesen riesen Markt gibt an Business-Speakings. Unglaublich. Ja? Also ich dachte auch, früher, wenn ich ins Taxi eingestiegen bin, kann man so eine Aussage, kann man davon leben. Mhm. Es hat ja fast jede Firma, ja. Mindestens ein Event im Jahr, wenn nicht Dutzende. Mhm. Ich weiß von einer Bankengruppe, da hat, glaube ich, mal einen Trainer 200 Tage pro Jahr vereinnahmt. Also die Nachfrage ist, glaube ich, enorm, aber ein
normaler Mensch sieht diese Welt nicht. Nee, ja. Weil die ist ja auch quasi, wenn ich nicht in der Branche bin, aber das ist in jeder Branche, glaube ich, so. Also wenn du mal anfängst, Kopierer zu verkaufen, das macht mein Schwager in Lettland, wo ich immer denke, sag mal, wie viel Kopierer braucht so ein Land? Das ist ein Business, das ist immer noch riesig groß. Und dann hat er mir Zahlen genannt und das ist in unserer Branche auch so. Wenn du dich einmal damit beschäftigst, dann wird es halt richtig, richtig groß. Und du hast gerade was Spannendes gesagt, dieses, wenn dich eine Bank einmal bucht, wenn du da einmal drin bist mit dem Fuß, bist du ja nicht nur in dieser Bank. Ja. Weil der Vorstand dieser Bank geht mit dem Vorstand der anderen Bank in der Stadt abends zur Pizzeria. Richtig. Und schon bist du da halt drin. Ja. Und was ich halt jedem als Tipp geben kann, ist, sich halt ein Programm zu wählen. Also einer meiner Mentoren, George Zellucky, hat immer gesagt, ich stand bei dem im Garten, das war so eine abgefahrene Szene, der war damals so die Gottgestalt im Speaking für mich. Ich bin ihm in Amerika hinterhergereist. Mhm. Ich hab meinen Urlaub genommen, bin dorthin gefahren, habe gesehen, wo spricht der und bin dem hinterhergefahren. Also richtig von Hotel zu Hotel, weil ich gedacht habe, was hat dieser Mann für einen Job? Der bewegt Menschen. Und irgendwann stand ich dann bei ihm, der hat mich dann irgendwann eingeladen bei ihm, der hatte so einen Garten, so wie bei dir halt, ne? so ein Bundesland. Bundesland. Und da hatte der so ein Zelt im Garten, wie im Zirkus. Es war so abgefahren, wo ich gesagt habe, sag mal, how did you do that? Und dann hat er gesagt, ich glaube, du kannst das vom Typ. Du brauchst eine Rede und ein Programm. Mhm. Und das schleifst du so lange und so lange und so lange und so lange, bis du mit diesem Programm von alleine rumgereicht wirst. Just trust me. Nicht diese 700 Sachen, die du gerade machst, den Bauchladen und noch ein bisschen IKK, das kann nicht funktionieren. Bau dir aus all dem, was du hast, eine geile Sache. Und das ist dann bewohnerfrei geworden. Und nachdem es bewohnerfrei waren es dann die Menschentypen oder jetzt Unbox Your Life, weil dann habe ich das Muster erkannt. Das Muster ist ja immer das Gleiche. Du, und wir erleben das bei den Speaker Slams, wir haben ja manchmal Wiederholer drin. Mhm. Und es ist genauso, wie du sagst, wenn einer eine Rede hält und er ist nicht gut, aber er hält beim nächsten Slam die gleiche Rede nochmal, hat daran gefeilt und nochmal, der gewinnt beim dritten Mal, gewinnt er den Slam, weil er einfach es kann. So. Und dann gibt es die gleichen Redner, gehen auch dreimal auf die Bühne, zweifeln aber nach dem ersten Vortrag so sehr daran, an allem des ersten, machen einen neuen zweiten, sind damit genauso schlecht wie mit dem ersten, zweifeln noch mehr dran, machen den neuen dritten, sind wieder schlecht, und gehen zum dritten Mal erfolglos von der Bühne und verlassen auch dieses Berufsfeld, weil sie sagen, kann ja nicht. Ich kann nicht reden, genau. Genau. So. Und ich glaube, dass das Talent auch wichtig ist, aber massiv überschätzt wird. Fleiß schlägt Talent immer. Mhm. Und ich erlebe auch in meinen Kursen Leute, die unglaublich fleißig sind. Über Jahre, Monate, immer wieder, immer wieder. Und in der Natur ist es ja genauso, wenn du diese teuren Diamanten siehst beim Juwelier, die wurden an 36 Stellen von anderen Diamanten oder Brillanten geschliffen. Ja. Wahrscheinlich ein unangenehmer Prozess. Aber deshalb sind die so wertvoll und so teuer. Ja. Und da muss ich mir halt die Frage stellen, bin ich bereit, mich dem zu stellen? Weil das ist ein Sturm da draußen. Wenn wir auch ehrlich sind, in der Liga, wenn du dann irgendwann mal aufsteigst, ja wie beim Fußball, ne? Regionalliga, Oberliga, Nordrhein, dann kommst du irgendwann in die Bundesliga. Da im Nachgang hingekommen zu sein, war schon sehr anstrengend. Mhm. Da zu bleiben, ist richtig anstrengend. Richtig anstrengend. Und da muss man sich zu berufen fühlen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ja, wobei man wird doch gut entlohnt und damit nicht nur finanziell, sondern wirklich auch kriegt man eine schöne Energie zurück. Also ich finde das sensationell. Aber mein Spruch ist natürlich immer wieder, desto leichter es aussieht, desto schwerer ist es. Genau. Hurra, welche Erkenntnis. Und es gibt ja schon viele, die sagen, komm, ich erzähle jetzt. Es sieht ja auch so aus, als würdest du auf der Bühne zwei Witze erzählen und hurra, großes Gelächter. Aber es ist natürlich wesentlich mehr, als nur zwei Witze zu erzählen. Und was mir auffällt, es ist schwierig, die richtigen Witze, die richtigen Worte, die die richtige Pause zu setzen. Ja. Weil das erlebe ich ja häufig, dass Menschen auf die Bühne gehen, ihr klares Konzept haben, was sie sagen wollen. Mhm. Und die warten eigentlich schon auf den Applaus und auf den Lacher und wundern sich, dass kommt nichts kommt. Dann stehst du da oben, ganz verloren und einsam. Ja, weil halt jede Gruppe anders ist, jeder Tag ist anders. Und mich hat jetzt zum Beispiel, ich habe da lange mit meiner Frau Rita drüber gesprochen, die sagt, ja Tobi, wo willst du denn jetzt hin? Weil ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich meinen Lebenstraum geträumt, von dem ich dachte, dass es mein Lebenstraum war. Und das war, ich habe mit 18 bei Tony Robbins gesessen in New York
und habe damals gesagt, ich möchte eines Tages vor 15.000 Leuten sprechen. Hast du schon erreicht. Genau. Und dann kommt natürlich ganz schnell die Frage, ja, was denn jetzt? Wie wäre es mit 120.000? Ja, ich habe eben erkannt, es ist bei mir eben nicht die Größe der Menschen oder der Halle, sondern ich bin jetzt gerade ganz, ganz stark auf einer Suche, auf dem Finden nach Tiefe, weil ich dieses große, schneller, weiter, bunte, das kann ich, das weiß ich jetzt. Aber ich bin jetzt dabei, ganz, ganz viel Tiefe in diesen Dingen zu finden, die ich mache, um diesem Markt auch die weiter dienen zu können, auch energetisch das Ganze durchhalten zu können. Und dann eben auch zu erkennen, krass, 15.000 Menschen sitzen hier in dieser Halle und du kannst ja gar keinen Kontakt mehr zu jedem Einzelnen aufnehmen. Das geht ja gar nicht. Wird schwierig. Wird richtig schwierig, um dann auch zu sehen, wow, dafür hast du jetzt 20 Jahre quasi gearbeitet in deinem Leben und dann auch zu erkennen, dass Träume wahr werden können. Mit meinem Schulabschluss für mich als Flugbegleiter war das schon ein kleines Wunder. Ja, aber sensationell. So, aber du warst doch fleißig, bist mehrfach um die halbe Welt geflogen. Also ich kenne keinen, der sich auch international so sehr um den eigenen Erfolg gekümmert hat, wie du es tust. Das darf man sagen. Und heute, wir sind uns ja in vielen Dingen ähnlich, ich finde das immer so herrlich, auf wie viele Überschneidungen wir haben, von denen wir gar nichts wissen. Ich weiß nicht, ich habe ein Ticket bei dir gebucht für die Masterclass, dann kriege ich das Ticket, steht oben drauf, das Leben ist keine Generalprobe. Hey, das ist ja dein Spruch, das ist ja nicht meine allein, aber wir ähneln uns in vielen Dingen. Du bildest Speaker aus, ich bilde Speaker aus und dennoch... Jetzt machen wir es zusammen, da kommen wir auch noch gleich zu sprechen, auf New York. Und dennoch, glaube ich, haben wir, und auch das finde ich ja spannend, also früher gab es ja den Markt überhaupt nicht, Speaker auszubilden. Also da hätte man noch gesagt, da kannst du dich nie drauf spezialisieren. Mhm. Und heute merke ich an uns beiden, dass ja selbst dieser Markt wiederum aufgeteilt ist. Ja. Also du, der sich in meinen Augen noch mehr um diese Power kümmert, um dieses Maske fallen lassen, um mehr um die Bühne kümmert, als ich es tue. Ich, der sich zwar auch ein bisschen um die Bühne kümmert, aber eben auch die Inszenierung, und die Markenbildung, Positionierung und sowas sieht. Und finde ich spannend, dass wir uns A so schön ergänzen und B... Ich kümmere mich eigentlich um diesen Satz, der von dir kommt und du umgekehrt dann eben um meine Leute. Du sagst ja immer, der Weg auf die große Bühne führt durch die Lächerlichkeit oder durch die Aufgabe des Egos in dem Moment. Und da mache ich halt ganz viele Dinge, die bei mir, du hast gesagt, international ausbilden lassen. Ich bin halt wirklich um die Welt geflogen und das ist witzig, weil ich wusste nicht, dass es das hier gibt. Ich hatte keine Ahnung. Ich saß vor 5 Jahren in einem Kurs von einer amerikanischen Firma in London, glaube ich. Und da wurden dann verschiedene Themen vorgestellt und plötzlich steht da oben einer und sagt, wir bilden Trainer und Speaker aus. Und ich weiß das wie jetzt. Ich habe da gesessen. Ich sage, für Leute wie mich, ich war ja das schon. Ja. Da gibt es eine Ausbildung. Das kann ich jetzt nochmal lernen. Ja, ob du es richtig gemacht hast, ja. Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich werdet ihr viele Dinge ganz neu lernen, aber wir werden euch auch mal erzählen, was hier geht, was ihr damit machen könnt. Und ich habe dort eine komplett fremde Welt betreten, die meine Welt so unfassbar viel größer gemacht hat, weil ich ja in meinem Brei rumgeschwommen bin. Und da habe ich dann ganz viel Übungen über mich ergehen lassen, genauso will ich es auch mal sagen, die im Rückblick dazu geführt haben, dass ich meine Tagessätze von da bis jetzt verfünffacht habe und irgendwann den Stundensatz verfünffacht. Wo alle gesagt hätten, damals, sag mal, da zahlt ja niemand, bist du eigentlich bescheuert, das ist aber ziemlich frech. Bis ich gelernt habe, nee, wir machen halt jetzt ein Business daraus und ist jetzt kein Späßchen mehr, sondern machen es halt jetzt groß. Ja, und der Markt ist riesig. Also ich kenne die Zahlen nicht, weil du sie kennst, aber der Markt wird ja allein in Deutschland Multimilliarden eingeschätzt. Ne? Und ich habe mal diese Zahl gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass in Berlin allein 100.000 Veranstaltungen pro Jahr stattfinden, wo Speaker gebraucht werden. Plus Seminare, plus Veranstaltungen. Ohne Ende. Ja. Ohne Ende. Und der wird auch größer, weil durch die Digitalisierung ist ja der Wunsch nach analogem Gefühl, nach dem Sammeln von Lebensmomenten, der wird ja noch mehr geweckt dadurch. Ja. Ich sage jetzt immer aus Spaß, wenn ich auf neue Gruppen komme, ich sage, schauen Sie mal die Person, die neben Ihnen sitzt oder dir an. Wahrscheinlich haben Sie die so bewusst noch gar nicht wahrgenommen.
die sieht besser aus als auf Instagram. Schauen Sie mal. Und die lachen sich tot, weil die merken, ja, das stimmt. Ich bin hier jetzt mit einem Menschen. Ja, mit einem Echter. Das kennen ja viele gar nicht mehr. Und da sich eben jetzt zu positionieren, ist sehr, sehr clever. Ich halte es allerdings auch für gefährlich, halt das so als Mode mitzunehmen. Ne? Ich werde jetzt Trainer, um damit Geld zu verdienen. Ich habe gar kein Proof of Concept. Also ich habe weder mal einen Tisch gemacht, noch ein Glas, noch war ich im Vertrieb, sondern ich will Trainer sein, um Trainer zu sein, um den Glamour mitzunehmen. Das ist ein Teil der Industrie, der mir übrigens nicht gefällt. Und ich glaube auch, dass dieser Teil irgendwann auf die Füße fällt, weil ein Kunde wird auch irgendwann fragen, ja, was haben Sie denn gemacht? Ich glaube, dass es selbst in diesem Extremfall gute Beispiele gibt. Keine Frage, wie überall, aber ich weiß natürlich genau, was du meinst und da stimme ich dir zu. Viele sind halt wirklich nach dem Motto unterwegs. Also früher gab es ja immer den Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Und heute, glaube ich, sagt man, wer nichts wird, wird auch mal Speaker oder was auch immer. Ja. Auf der anderen Seite, ich habe eine Zahl gehört, die fand ich sehr spannend. Mir sagte mal ein Zukunftsforscher, Deutschland braucht noch 1 Million mehr Coaches. Mhm. Und ich bin erst mal erschrocken. Und danach habe ich jemanden angerufen, der hat es plausibel erklärt. Er sagt, es gibt so viele Firmen, die da am grünen Tisch sitzen, dann eben doch die Umsetzung nicht auf die Beine bringen. Und dann braucht es halt wieder Menschen, die das machen. Und das hast du vorher gesagt, es kommt, glaube ich, dazu, viele gehen heute nicht mehr auf ein Seminar nur, um etwas zu lernen, sicherlich auch. Du nennst es Lebensmomente. Infotainment. Ja, man kann ja heute wirklich auch sagen, Mensch, ich lerne ein bisschen was, ich habe Spaß, ich habe Netzwerk und ich habe eben Lebensmomente, die mir vielleicht genauso, wenn nicht sogar besser beschert werden als im Theater oder sonst irgendwo. Ja. Also, und auch dort kommen ja Leute wieder hin. Ne? Wir haben jetzt gerade mit der Tour angefangen. Da war ich sehr, sehr kritisch, ganz lange, weil ich gedacht habe, also A, was sollen wir denen erzählen, was sie jetzt nicht schon von den anderen Formaten, die wir anbieten, kennen? B, wer kommt abends in ein Theater 1,5 Stunden und hört sich was über Unbox Your Life an? Und aber es kommen viele. Tausende. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und weil die dieses Erlebnis von mit anderen zusammenwachsen haben wollen. Ja. Und du nennst es aber diesmal, finde ich ganz spannend, diesmal heißt es ja auch Show bei dir. Ja? Show, genau. Ist eine Show. Ja. Gibt es was anderes oder gibt es ein paar Geheimnisse? Es hat mehr Show-Elemente, also vom Bühnenbild über die Interaktion mit den Leuten im Publikum. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ja. Die Show beginnt, indem Zuschauer die Anmoderation machen, die mich nicht persönlich kennen. Wow. Ne? Also die werden einfach rausgepickt beim Eingang, kriegen Karten in die Hand gedrückt. Also das ist interaktiv, das Ganze. Das ist das ist eine Show. Und Sie können zumindest schon mal die Erwartungen dessen formulieren, die Sie an den Abend haben. Genau. Und die Leute, die dorthin kommen, ist für mich ein ganz neues Publikum übrigens, weil da sitzen Leute mit einem Sektglas und Popcorn. Oh, wow. Also das habe ich ja sonst so nicht. Also entweder in der Firma sitzen sie da und trinken einen Espresso, wurden gezwungen, da hinzukommen. Oder bei meinen öffentlichen Seminaren, da sind sie halt eager to learn, die wollen wirklich. Und das ist eine komplett andere Zielgruppe. Ganz, ganz spannend für mich. Übrigens, du hast vorhin gesagt, plötzlich lachen sie nicht. Wir hatten ja die Generalprobe vor ein paar Wochen in Düsseldorf. Da haben auch leider nicht alles so funktioniert wie sonst. Weil es ist eine andere Zielgruppe, auf die ich mich als Dienstleister jetzt einstelle. Ja. Und das macht super viel Spaß natürlich. Große Nische, weil ich glaube, die gibt es noch nicht. Das ist für mich ja wiederum diese Lücke, die immer mehr geschlossen wird zwischen eben Learnings und klassischer Veranstaltung und nennen wir es Spaß, Theater, Fun, Kabarett im besten Fall und die Mitte braucht es. Ja, genau. Das ist leichte Kost für einen schönen Abend, der, sonst würde ich es jetzt nicht machen, dann wäre es mir zu flach, rückwirkend dazu führt, dass beim nächsten Morgen am Frühstück gesagt wird, du Schatz, was er da gestern zum Thema Beziehungen gesagt hat, sind wir in die Bestandskundenbetreuung gegangen? Dann habe ich es ja schon geschafft. Ja, und wenn Sie dann den Alles-ist-möglich-Dienstag und die Post-its einführen, kleine Dinge, wo Sie anfangen, für sich wieder das zu tun, was Sie am Anfang getan haben, jetzt nur bei dem Thema Beziehung, dann hat sich der Abend schon gelohnt. Ein schönes Bild, großartig. Also, Unbox Your Life als Buch und als Show. Und als Show, ja, genau. Drück den Daumen. Du, und dann habe ich die große Ehre. Also, jetzt fangen wir erstmal mit deiner Ausbildung an. Du machst Speaker-Ausbildung, Public Speaking University, Own the Stage. Erzähl doch zwei Sätze dazu. Was machst du da? Also, das Ganze beruht auf dem 2. Gesetz der Perturbation. Klingt erstmal sehr abgefahren. Ja. Das bedeutet, dass wenn wir erstmal uns vorstellen, dass wir komplett nur aus Energie bestehen. Ich glaube, das kann. Manche checken jetzt schon aus, aber... Ja, also, man kann sie doch. Genau, also wir sind Materie ist Energie.
Und da gibt es Menschen, die haben viel Energie und es gibt Menschen, die haben wenig Energie. Auf der Bühne bekommst du viel Geld, weil das ist auch nur Energie, wenn du viel Energie mit in einen Raum reinbringst. Right. Jetzt wird es einige Leute geben, die sagen, ja Moment, ich war bei Eckhart Tolle, der murmelt, ich verstehe kein Wort und der hat keine Energie. Doch, eine Menge. Unfassbar viel Energie. Eine andere, der ist nicht laut. Zeigt sich auch anders, aber die Energie ist doch... Unfassbar da, als Feld aufgebaut in diesem Raum. So. Also alles besteht aus Energie. Die Public Speaking University ist ausgelegt auf zwei große Bausteine. Das eine ist Super Learning, Accelerated Learning Techniques, die übrigens auch schon Vera F. Birkenbiel und viele andere benutzt haben. Deshalb sind sie so groß geworden, wo es darum geht, in Interaktion mit dem Publikum zu sein. Viele Trainer machen das intuitiv von alleine und richtig. Meine Erfahrung, und ich spreche ja jeden Tag fast irgendwo, wo vor mir jemand spricht, 80% nutzt es gar nicht. Ja. Die machen halt PowerPoint-Schlachten immer noch. Ich war jetzt bei einer, da war der vor mir dran, der hatte 25 Minuten, das ist jetzt kein Witz, 126 Folien. Wow. In 25 Minuten. Schriftgröße 3, schwarz-weiß. Okay. Professor, Doktor, irgendwas. Suizidal. Genau, und die Energie im Raum, das war halt wie so ein, als hättest du so einen Staubsauger an den Raum geschlossen und die Leute werden so ganz, ganz langsam in diese Röhre gezogen. Und die Public Speaking University ist halt darauf ausgelegt, das zu verhindern, eben Superlearning zu machen, mit bunten Farben zu arbeiten, in Interaktion zu gehen. Und auf dem zweiten Gesetz der Perturbation, was bedeutet, dass wenn auf ein Teilchen von außen viel Druck aufgebaut wird, kann dieses Teilchen diesen Druck irgendwann nicht mehr halten. Dann fängt es an zu wackeln, zu schütteln, findet es mega unangenehm, mega ätzend. Wenn dann der Druck nochmal erhöht wird, explodiert das Teilchen und es entsteht etwas Neues. Und das simulieren wir in Form von Übungen, die ziemlich abgefahren und ziemlich crazy sind, wo die Angst, die innere Stimme, kann ich das jetzt abliefern, sollte ich das wirklich sagen, die ist dann leise. Und das macht die Public Speaking University. Schön gemacht. Also Diamantenschleiferei. Wie immer. Genau. Wie immer. Genau. Großartig. Und jetzt habe ich die große Ehre, mit dir gemeinsam in New York was zu machen. Was ich sensationell finde, bei uns ist ja Tradition, einmal im Jahr nach New York zu fliegen. Schauspielschule, Lee Strasberg. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ich finde es schön, dass wir, ich glaube, wir machen so eine verrückte Mischung. Ne? So ein Speaker-Slam, wo die Menschen ein bisschen speaken können, wo wir Feedback geben, mal gucken, wer ist da gut? Vielleicht können wir Recalls aussprechen battlen. Und diese Dinge ein bisschen battlen, wer die besten Redner kriegt. Und dann müssen wir wirklich mal gucken, was geht da alles? Oder vielleicht holen wir uns den Besten und nehmen ihn in beide Hände und gucken, was passiert. Und dann natürlich noch so eine kleine Schnitzeljagd durch New York zu machen und dann vielleicht nochmal eine Abrundung des Tages zu haben. In einer der aufregendsten Städte der Welt. Ich bin New York-Lover und ich glaube, du bist Welt-Lover, aber New York gehört auch dazu. Ich bin schon nach New York geflogen, alleine, nur mir ein Musical ein drittes Mal anzugucken. Weil ich, wie die das machen, ist halt gigantisch. Ne? Aber ich liebe halt Aber. Es gibt ja dieses Musical Mama direkt. Mama Mia, 47. Genau. Glaube ich. Ja. Und da gibt es abends gibt's, so Karten, die kann man dann an so einem kleinen Booth in der Mitte da am Broadway kaufen ich weiß gar nicht, $59. Und dann habe ich mich da hinten hingestellt und einfach diese Energie, von der wir gerade gesprochen haben, erlebt. Und wenn wir mit den Teilnehmern in New York das weitergeben, dass sie das wiederum in die Räume tragen, wo sie hingehen, Magie. Großartig. Ja. Und das können die Amis einfach. Ne? Also ich finde, sowas zu inszenieren, da ist das viel Performance. Ich habe über 14 Jahre für Dale Carnegie gearbeitet, eine amerikanische Firma. Mhm. Die verstehen das. Und ich bin froh, du bist auf dem Schiff mit drauf. Wir machen ja dann, wir mieten ja eine exklusive Yacht und fahren dann mit allen Teilnehmern raus, bleiben zwischen Südspitze Manhattan und Freiheitsstatue stehen, lass das Wetter gut sein, und machen dann die Diplomverleihung tatsächlich eben so, dass entweder die Südspitze oder die Freiheitsstatue im Hintergrund ist. Super und schön. Da wirklich auch nochmal Gefühle transportiert. In Inszenierung, sowas ist ja unglaublich wichtig. Ne? Wenn, überleg mal, wie Leute dann damit nach Hause gehen. Dann kriegt dieses Diplom, das hängt an der Wand in New York, aufgenommen. Und dieses New York-Gefühl dann mit auf die Bühne zu nehmen, das ist ja die Magie. Ja, right. Ne? Dann kommt dieser Magic Moment. Also es ist ja gar nicht New York, ist gar nicht dein Programm, aber dieses Dreieck dieser Dinge, das mitnehmen zu können, auf andere transportieren. Ja, weil du, also das ist ja das, wir wollen ja, dass die Menschen als anderer Mensch zurückkommen, im besten Fall. Ich hatte eine Teilnehmerin, die hat mal geschrieben, als Kätzchen hin, als Tiger zurück. Und das fand ich großartig. Ja. Und da sind wir auch bei dem Punkt, den du immer wieder verwendest und ich ihn mit anderen Worten verwende, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Oder zumindest, um es etwas seriöser auszudrücken, gleich wichtiger als der Inhalt. Aber
Das erlebe ich ja auch. Wir haben viel zu viele Menschen, die sind in ihrer Kompetenz drin, aber sind nicht in der Lage, die zu inszenieren, die zu zeigen und das Großartige daraus zu machen. Viele fühlen sich natürlich durch diesen Satz auch sehr getriggert, weil sie sagen, dass der Inhalt immens wichtig ist. Und dem gebe ich auch vollkommen recht. Aber ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Dieses Buch ist, Martin Limbeck sagt immer, seins wird ausgeliefert mit einer Hebebühne, das hier von der Brieftaube gebracht. Aber es ist eine starke Brieftaube. Ja, es ist eine starke Brieftaube. Aber wir sind jetzt, ich kann sehr gut und auch kritisch auf Dinge schauen, die ich mache. Das ist ein 140-Seiten-Buch, was sich bisher über 25.000 Mal verkauft hat, seit Oktober. Verrückt ist, dass der Gabal Verlag angerufen hat, nach der Buchmesse in Frankfurt, und sagt, Herr Beck, hier ist was Verrücktes passiert. Ihr Buch wird jetzt auf Spanisch für Mexiko, Englisch für den US-amerikanischen Markt, Bulgarisch, Rumänisch und auf Russisch übersetzt. Und das geht in die Länder. Und da habe ich gesagt, wie haben Sie das denn gemacht? Sagt sie, gar nicht. Da sind Einkäufer am Stand vorbeigekommen und da liegen ja Hunderte, also auf der Messe Zehntausende von Büchern. Aber welches haben Sie jetzt geschnappt? Ein knallbuntes mit Konfetti drauf. Weil die nehmen das ja erstmal nur in die Hand und dann fragen die, what is that? Ja, sie können sie doch nicht mal lesen. Sie wissen ja nicht mal, was das ist. Und nehmen wir doch mal Rahmen und Inhalt für das Beispiel für das. Jetzt ist das Buch, einige sagen, es ist gut. Aber das ist doch clever. Also nicht ich bin clever, sondern so ein Format so zu machen, dass es zumindest gegriffen wird, ist doch clever. Right. Und da sind wir beim Thema Marketing. Wenn du was Gutes hast, dann stell dich doch hin und rede darüber. Karl Pilsel sagt immer so schön, die Ente legt viel größere Eier. Mhm. Die schmecken auch lecker. Mhm. Die macht aber kein Marketing. Sie gackert nicht. Ja. Das Huhn, klar. Und das Huhn macht ein Riesentheater. Dafür werden sie die Eier kleiner, weil die Energie nicht mehr da ist. Ja, aber nehmen wir Starbucks als Beispiel. Ja. 4,85 Euro für eine Tasse Kaffee mit dir in New York, 14,20 Euro. Mindestens. Mit Karamell und Kuchen, ja. Und da gibt es Kaffee und Kuchen. Und das, was drum gebaut ist, ist eine Marke. Und für Trainer, Coaches, Berater, aber nicht nur da, auch für Ärzte, die ich mittlerweile schule, wird das immer wichtiger. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, ja. Weil inhaltlich alle gleich gut sind, die meisten. Ja, ja. Also, zumindest ist die Qualität ja die Grundvoraussetzung. Mein Beispiel ist immer das Oktoberfest. Ne? Da hat die Maß jetzt 10,50 gekostet, die billigste Maß. Und da ist ja auch die Frage, warum ist das Bier so teuer? Sag ich, das Bier ist überhaupt nicht teuer, kostet 50 Cent. Aber dass du mit 10.000 anderen Besoffenen im Zelt drin sitzen darfst, das macht eben... Das kannst du mal bei dir zu Hause versuchen. Okay. Ich hab noch eine Sache, die vielleicht spannend sein könnte für die Trainer und Coaches, die hier zuhören. Ich glaube, dass viele in unserer Branche auch mit dem Thema Geld wirklich eine Herausforderung im Kopf haben. Ja. Weil sie inhaltlich unglaublich gut sind. Viele sind ja nicht nur die, die kein Proof of Concept haben, sondern manche haben so ein Proof of Concept, trauen sich aber kein Geld dafür zu nehmen. Und ich habe ein Erlebnis gehabt vor vielen Jahren mit einer Kollegin bei der Lufthansa. Die war Mitte 20, eine ganz hübsche. Und ich war auch Mitte 20. Und sie war damals... die einen sagen so, die anderen sagen so. Und sie war damals schon finanziell frei. Und sie hat einen Vertrieb gemacht, hat da Geld investiert, hat dann mehrere Cafés eröffnet. Also eine ganz tolle. Und ich war damals im Aufbau meines Vertriebes. Das hat gut funktioniert und ich habe auch gutes Geld verdient. Ich war aber nicht frei. Und ich hatte immer noch so ein Magnet in meinem Kopf, der mir erzählt hat, wie Geld funktioniert. Ne? Du musst da halt für arbeiten. Und dann hat sie gesagt, okay, sie würde mir gerne beibringen, wie Geld funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, wie denn? Sagt sie, ja, wir sind hier in Singapur. Möchtest du es wirklich sehen? Sagt sie, ja, gehen wir morgen früh um 9 Uhr auf die Orchard Road. Und dann zeige ich dir, was bei mir im Kopf Klick gemacht hat. Und das ist ja das Tolle als Flugbegleiter. Du bist ja immer irgendwo auf der Welt unterwegs. Dann waren wir auf der Orchard Road, waren Kaffee trinken für $32 bei Starbucks und sind dann zu Louis Vuitton gegangen. Okay. Und das ist so ein Ex-Store, Flagship Store Asia auf der Orchard Road. Wunderschönes Geschäft. Ja. Wunderschön. Rahmen, der Architekt ist schon... Der Rahmen, unfassbar. Und davor standen, wie im Phantasialand, so Kordeln, wo Menschen drin standen. Und ich kannte diese Welt ja nicht, Handtaschen sowieso nicht. Und ich sage, was ist denn das? Und ich sagte, das ist ein Handtaschengeschäft. Und wir stehen da in dieser Reihe, irgendwann geht die Tür auf, vor uns stehen zwei bildhübsche
Asiatinnen. Ja. Was möchten Sie gerne trinken? Rosé, Champagner oder normal? Ich sag keine Ahnung, irgendwas. Und dann hat sie was gesagt, das werde ich meinem ganzen Leben nicht vergessen. Ja. Hinter uns geht die Tür wieder zu, du stehst in so einer Luftschleuse. Ja. Sie haben 20 Minuten Zeit. Aha. Und dürfen eine Handtasche mitnehmen. Wow. Oh, und dann habe ich sie angeguckt und ich sage, das hat die jetzt nicht gesagt. Sagt sie, doch, doch. Und jetzt war die ja schon ziemlich frisch und hat dann dort eine Handtasche gekauft, damals im umgerechnet, ich glaube, 3.900 Euro. Und wir laufen zurück und sie sagt, Tobi, was hast du denn gelernt? Und dann habe ich gesagt, ja, die haben im Endeffekt was sehr Cleveres gemacht. Die haben gesagt, dass du nicht mehr kaufen darfst, das ist der Preis, wird auch nicht diskutiert. Mhm. Und davor stehen Leute Schlange. Und dann hat sie gesagt, was hast du denn wirklich gelernt? Und dann habe ich sie angeguckt, ich sage, ich weiß nicht, was du meinst. Und dann hat sie was gesagt, das hat mein Leben verändert. Sie hat gesagt, bist du weniger wert als eine Handtasche? Schönes Und Bild. Das hat gesessen. Das glaube ich. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat sie zu mir gesagt, wenn du einen Tagessatz hast, der weniger ist als 3.900 Euro, bist du ab jetzt weniger wert als eine Handtasche. Schön. Mach dir Gedanken. Und dann hat sie noch was gemacht, das war so eine Freche. Die hat mir dann so einen Kuss zugeworfen, hat sich einfach umgedreht und ist weggegangen, um mich damit alleine zu lassen. Und das hat richtig gesessen, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt ja dachte, es ist alles irgendwie in Ordnung, das ist doch toll, was ich hier mache. Ich habe ja auch Bestätigung aus meinem Umfeld bekommen, wusste aber gar nicht, was da noch möglich ist. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, Trainer Alexander Blass aus den USA, den habe ich bei einem Trainer-Workshop in London kennengelernt, der zu mir sagt, er bekommt für eine Stunde $25.000. Was ich denn falsch mache? Die Amerikaner sind ja dann frech. Fresh auch, ja, sehr fresh. Ja, aber beides, ja. Und ich möchte das auch nicht nur auf die materielle Schiene hier ziehen, das Gespräch, aber diese Frage, diesen Dingen mal zu stellen, anstatt zu sagen, nee, ich mache das alles nur für Luft und Liebe, das war in meinem Leben wichtig, dass mal jemand an mir geschüttelt hat. Und das hat dazu geführt, dass es mittlerweile so groß geworden ist. Unbox your brain sozusagen. Ja, unbox your money mindset. Die Thermostateinstellung. Und jetzt sind wir wieder bei dem zweiten Gesetz der Perturbation von gerade. Diese Dinge sind hochgradig unangenehm. Absolut. Ich hätte dir vielleicht noch, wenn ich es ganz böse gemacht hätte, noch weiter zugeworfen. Übrigens, es gibt Handtaschen, die sind teurer als 3.900 Euro. Klar gibt es die. Und dann hatte ich wieder so eine Situation mit Blair Singer, den wirst du wahrscheinlich auch kennen in unserem Markt. Ja, da war ich dann ganz stolz, dann bin ich dorthin geflogen und ich habe Dinge, weil ich kannte dich ja damals nicht. Nochmal, ich wusste nicht, dass es das in Deutschland überhaupt gibt. Ich wusste es nicht. Und dann bin ich nach Thailand geflogen, also eine Speaker-Ausbildung. Übrigens allen, die hier in die Richtung gehen wollen, geht eher zu Hermann. Und zwar deshalb, weil 70% der US-amerikanischen Dinge funktionieren hier nicht. Also das ist schon spannend, aber ganz viele Dinge funktionieren nicht, weil die einfach aus einem komplett anderen Kulturkreis kommen. Ne? So die gerade so die Art mit Publikum, da muss man schon sehr kulturell hier drauf abzielen. Ich würde sagen, ne? Die Kombis am allerbesten. Die Kombis am besten, sollen sie beides machen. Ja, machen sowieso beides. Ja, ich bin ganz viel. Auf jeden Fall war ich da ganz stolz, bin dann aufgestanden, habe ein Mikrofon genommen, habe mich getraut, der ist auch ein eher härterer Coach, also der sagt dir nicht das, was du hören möchtest. Da habe ich gesagt, hey, wow, ich wollte Danke sagen, ich habe die Dinge umgesetzt, die sie mir beigebracht haben und habe meinen Tagessatz erhöht und mache jetzt immer Superlearning und gebe immer weniger Trainings und jetzt mehr Keynotes. Und da habe ich natürlich gedacht, er sagt jetzt sowas wie, hey, great job. Ja, wünscht man sich. Genau, das hatte ich jetzt gedacht. Und es kam erst gar keine Antwort. Und dann sagte er, sit down, coward. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, ich hätte mich überhört. Dann habe ich erst mein Gehirn in dem Moment, wenn du dann in Stresshormon verfällst, was heißt jetzt nochmal coward? Coward, Übersetzung, ja. Was heißt das jetzt nochmal? Dann habe ich einen anderen gefragt, einen Deutschen, der saß drei Reihen vor mir. Ich so, was heißt denn nochmal coward? Mhm. Und der dreht sich um und sagt, Feigling. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann ging es erst los. Dann hat er gesagt, und this is for everybody. Er glaubt, er hat irgendwas erreicht. Du hast ja gar nichts verstanden. Wo sind denn deine Mitarbeiter? Wo sind denn deine Kinos? Wo sind deine öffentlichen Seminare? Wo ist denn dein Buch? Wo ist denn dein Podcast? Willst du hier Praise von mir haben? Nur weil du deinen Tagessatz erhöht hast, interessiert niemanden.
Und dann für mich zu erkennen im Nachgang, dass nichts von diesen Elementen, die jetzt da sind, Podcast, das Buch, da wären, wenn mir nicht irgendwann mal jemand gesagt hätte, doch, du kannst. Right. Und dafür sind solche Programme wie New York oder deine Ausbildung mega, unabhängig von den Inhalten. Ja, also bin ich dabei. Mir wäre nichts. So, und du hast mittlerweile den Nummer 1 Podcast, du hast, ich weiß nicht, wie viele hunderte Leute im Team drin. Hunderte. Naja, also zumindest... In der Crew sind es über 300. Feiner Unterschied, also Team ist ein bisschen weniger, genau. Aber Crew sind so richtig viel. Und ich bin ja schon stolz, ich brauche jetzt 2 kleine Busse, wenn ich rausfahre, aber ich glaube, du hast schon 2 richtig große LKWs unterwegs. Ja. Aber nichts von dem wäre da, wenn mir nicht mal jemand die Leviten gelesen hätte. In meiner Art zu denken, die zu klein war. Bin ich auch dabei. Müssen wir viel mehr machen. Ich glaube, es ist unsere große Verantwortung, auch viel mehr dieser Bad Guy zu sein und nicht immer nur Chaka. Und das ist auch etwas, was ich in unserer Branche sehr, sehr dramatisch finde, dass das alle immer eingebläut wird, du schaffst alles. Nee. Ich habe zwar sogar einen felsenfesten Glauben, dass man relativ viel schaffen kann. Das will ich noch nicht mal bestreiten. Aber eben nicht in dieser Mentalität ab morgen und übermorgen. Und die Verantwortung ist groß, das glaube ich, zu tun. Ich mache mir aber auch große Sorgen darum, weil Menschen oftmals, also die Speaker-Sache ist ja das eine, aber vielen fehlt dann noch das unternehmerische Denken. Oder und das Menschliche wäre auch noch schön. Stimmt. Wenn es ein bisschen menschelt, wäre noch klar, schöner. Klar. Und das ist aber schon schwierig, weil für mich sind das so Kleinigkeiten wichtig. Zahl deine Rechnungen pünktlich, hab eine Hygiene auf dem Bankkonto und all diese Dinge. Und da scheitert es ja schon bei den meisten. Oder selbst so Banaldinge, natürlich erwarte ich, dass ich auf eine E-Mail eine Antwort kriege. Und dann melden sich manche 23 Tage später und dann sage ich, wie seid ihr im Leben organisiert? Ja, vor allem, wir dürfen ja nicht so naiv sein, dass ein Kunde nur eine Person anfragt. Ja, klar. Die fragen in einer gewissen Liga, natürlich. Gehaltsklasse, 5 oder manchmal 20 an. Und sind wir mal ganz ehrlich, der als erstes reagiert hat schon, und ein nettes Gespräch hat. Ja, hat schon fast gewonnen, ja. Keine Frage. Ja. Ja. Aber das sind ja Dinge, also die fehlen ja auch in der Lebensschule. Ne? Da könnten wir jetzt über Schulsystem reden. Aber das erlebe ich immer wieder, dass wir auf der einen Seite High-End-Arbeit machen, auf der anderen Seite aber auch Business-Arbeit. Ja. Ich bin halt immer noch der Lufthansa so unglaublich dankbar, weil die mich halt auch noch geschliffen haben. Weißt du, so dieses dienen können, sich selbst wirklich mal zurückzunehmen in gewissen Situationen, sich nicht so ernst zu nehmen. Auch wenn mal ein CEO irgendwie einen blöden Spruch macht, wo du denkst, so, das hat er jetzt ja nicht gesagt, sich einfach dann performen zu können in dem Moment. Ich hatte jetzt eine Anmoderation, riesige Firma. Also da saßen tausende Leute im Raum. Der Moderator, habe ich schon gemerkt, oh, vorsichtig, großes Ego. Ich habe es leider jemand anderen quasi dieses Intro machen lassen, also zu dem, was jetzt kommt. Und der hat dann in der Moderation gesagt, hier kommt der Beck, der ist 2-mal aus dem Kindergarten geflogen, bitte. Wunderbar. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja. Ja. Und dennoch muss es weitergehen. Und dennoch muss eine Stunde, musst du da jetzt erstmal... Also bei der Anmoderation standen Leute auf. Weil die wissen ja überhaupt nicht, was kommt. Nur die hören, ach Gott, jetzt kommt irgendein Idiot, der will mir was vom Leben erzählen. Ja. Da stehen Leute auf und gehen zum Ausgang. Ja. Und da dieses, sich darunter balancieren zu können, da bin ich der Lufthansa unglaublich dankbar. Durch diese hunderte von Nächten über dem Nordatlantik, wo du alles andere tun willst, als jetzt noch irgendjemandem irgendetwas zu bringen, oder wach zu sein oder 300 Joghurtbecher einzusammeln. Da habe ich Gott sei Dank das mitbekommen, zu sagen, doch, sehr, sehr gerne. Darf es noch was dazu sein? Ja. Darf es noch Joghurtbecher extra sein zur Aufräumung. Ja. Und du warst in der First Class, ne? Also und ich war in der First Class, ja. Irgendwann dann, ne? Ja, auch da muss man sich erstmal hin First Classen, ne? Da musste man dann zusätzliche Fremdsprachen lernen, ne? und gastronomisches Geschick mitbringen. Das hatte ich jetzt nicht. Okay. Aber auch damals, mein damaliger Chef hat gesagt, auch so einen wie dich können wir da eigentlich mal hinstellen. Du wirst da Spaß haben. Ja. Das fand ich halt auch schön. Als ich Purser wurde, gab es so ein Feedback, das sind dann die Vorgesetzten, der Flugbegleiter. Ganz spannend, da gab es einen Test, wo du kennen bestimmt viele, die mal so ein Assessment Center gemacht haben. Da musst du so mathematische Formeln ausrechnen. Da war ich natürlich ganz, ganz schlecht. Okay. Seit der Schule schon. Und dann war die Psychologin da und die guckt mich dann so an und sie sagt, ach, so einen wie Sie können wir da
das können, sie können das. Ne? Weil die hat halt gemerkt, ich mache das halt aus Spaß. Ja. Ich mache das, weil ich Menschen von Natur aus total gerne mag. Ist ja auch wichtiger, als alles ausrechnen zu können. Zumindest da oben. Die einen sagen so. Also ganz durchfallen darf man nicht, aber es war halt am unteren Ende. Okay. Und das hat mir auch da in der First Class unglaublich viel Spaß gemacht. Und auch dort das Business-Know-how, die Disziplin von Leuten zu sehen, die First Class fliegen. Das stimmt ja nicht, dass die da saufen und also auch mal. Ja, aber ja. Aber das Grundklischee ist, die kommen dahin, weil die am nächsten Tag ein Meeting haben, wo es um Millionen geht oder Milliarden oder Politiker sind. Und die benehmen, das sind ganz tolle Leute, die da sitzen. Und dann mal da die Frage zu stellen, wie haben sie das denn gemacht? Ja, die müssen First Class fliegen, weil sie im schlimmsten Fall eine Stunde nach der anderen vollkommen perfekt sein müssen. So, gut aussehen sofort. Müssen, geduscht sein müssen, ja. Weil der Time to Market oder to Meeting einfach nicht mehr stattfindet. Genau. Ja. Und da dieses Business-Gefühl, Business-Knigge auch irgendwann rausgefunden zu haben, das ist übrigens das, was ich jedem Trainer, Coach und Speaker wirklich ans Herz legen kann, mal zu schauen, woher bekommst du denn das Wissen, wie dein Kunde überhaupt funktioniert? Also wie tickt derjenige, der dich bucht, und wie tickt derjenige, der die Entscheidung trifft? Und denen musst du ja nur Mehrwert bieten. Und das ist lernbar. Das ist eine bestimmte Art zu denken, zu sprechen. Und die haben alles eins nicht und es ist Zeit. Die wollen nicht genau wissen, was da passiert. Die wollen ein gutes Gefühl haben. Also, Buying Center, natürlich, es muss das vorangehen. Deswegen muss ich die Welten auch kennen und muss auch auf diesem Niveau sein. Klar. Was schwierig genug ist. Ja, das stimmt. Tobi, was bringt deine Zukunft? Wir gehen ja schon in die Endrunde unseres Gesprächs. Und was denkst du so, wenn du die nächsten, also ich weiß, du warst jetzt unheimlich stark auf den Bühnen, hast da, glaube ich, schon alles erreicht, was man erreichen kann, bis jetzt im öffentlichen Bereich. Machst du aber auch viele neue Dinge, habe ich gesehen. Ich darf Teil dieser neuen Dinge zum Teil sein. X-Summit als Beispiel. Genau. Und was sind deine Pläne für die Zukunft? Der eine große Masterplan dahinter ist es, so vielen Menschen wie möglich Bühne zu geben. Bühne ist natürlich ein weit gefasster Begriff. Das muss nicht mal die Bühne sein, wo jemand spricht, sondern Plattformen zu schaffen, wo ich noch mehr Menschen in der Breite groß machen kann. Genau, X-Summits, da bist du dabei, freue ich mich sehr darauf. Ist ein Format, wo wir einfach auch ein bisschen mutig sind im Markt. Wir schauen, was gibt es noch nicht. Wir haben zum Beispiel ein Spiritual Business Summit aufgelegt, wo Spiritualität und Business wie die Finger einer Hand zusammengeführt werden. Wenn du mich fragst, wo es langfristig geht, es kommt erstmal das zweite Buch am Jahresende, Unbox Your Relationship. Oh, okay. Da geht es dann um das ganze Thema Beziehungen, weil ich glaube, dass ich dort bin, wo ich jetzt bin, durch die geschlossenen Bände. Und wenn wir da mal geschichtlich reingucken, hochgradig interessant, weil Bündnisse, Deals, Familien, das gab es schon immer und das wird es auch immer geben. Und in diesem Buch zeige ich ganz stark auf, wie diese Bündnisse zu anderen Menschen funktionieren. Wie schaffst du es, dass dir irgendjemand auch mal eine Türe aufmacht, dass du da durchgehen kannst. Ja. Und langfristig für mich als Tobi werde ich mich immer weiter in Richtung Inspirational Speaker entwickeln. Und das ist der nicht mit einem Programm kommt, also nicht mit Unbox Your Life oder Bewohnerfrei oder dem Tiermodell oder Change It Up, sondern der kommt, fühlt und spricht. Und das ist meine, das wird wahrscheinlich von jetzt dann die nächsten 45 Jahre in Anspruch nehmen. Aber das ist das, was ich von meinen ganz großen Mentoren wahrnehme. So ein Les Brown zum Beispiel, der ist einfach für das Publikum da. Und der performt mit dem, was dann da ist. Und das ist für mich die ganz, ganz, ganz große Schule. Weniger Show, mehr Sein. Dafür brauchte ich aber das, um erstmal dorthin zu kommen. Ja, ich verstehe. Ja, das ist die. Aber großes Kino. Ne? Also die meisten tun sich ja schon schwer, den Text, den sie haben, zu senden. Und du willst jetzt Texte senden oder ohne Texte auf die Bühne zu gehen, wenn man es so hart formulieren will. Genau, ohne Grundgerüst. Also du hast natürlich irgendwann ganz, ganz viele Tools, Werkzeuge, die du mitbringst. Aber für mich ist es kein Ziel mehr, Programme abzuliefern, Menschen zu entertainen, sondern mit Menschen gemeinsam zu wachsen. Und darauf habe ich richtig Lust. Mir gelingt es manchmal, und zwar immer dann, wenn irgendwas außer der Norm passiert. Ich hatte so eine Veranstaltung,
Da wollte ich eigentlich so mein Standardprogramm machen und dann hat mich auf dieser Veranstaltung was so angekotzt, bei 5 Speakern vor mir, wo 25-Jährige standen, die nur Mammon gepredigt haben. Es ging nur ums Geld, die ganze Zeit. Und dann habe ich mal so geguckt, wie sind die so? Sind die mit einem Team hier? Sind die mit Freunden da? Alle sahen gleich aus, geleckt. Und es ging einfach nur ums Geld. Und es wurde nie über die Mutter gesprochen oder das würdevolle Altern der Eltern, sondern es ging immer nur, meine Yacht. Und ich fand das so unfassbar ätzend. Und ich habe diesem ätzend finden auf dieser Veranstaltung 45 Minuten Raum gegeben. Okay. Nichts von dem gemacht, was ich sonst mache. Okay. Und die Leute haben Standing Ovation gegeben und Tränen geweint am Ende, weil mir war das so ein Anliegen zu merken, ey, wenn ihr auch noch da drauf springt, denn wir brauchen nicht noch mehr Internetmillionäre. Wir brauchen Menschen, die anpacken und Probleme lösen. Das kann ja nicht wahr sein. Und das meine ich mit Inspirational Speaking. Es braucht natürlich irgendeinen Anlass, ne? Ja, ja, klar. Aber den findest du. Ja, und Geld ist ja nur das Abfallprodukt, wie du und ich auch so schön sagen, des Erfolges. Ja, aber die Fähigkeit ist eine besondere, das zu spüren. Ich glaube, da kommt die Trainereigenschaft wieder zugute. Als Trainer hast du dann doch ein bisschen mehr Kontakt und da war es mir auch oft so, dass ich gespürt habe, mach geh in die oder in die Richtung. Ich glaube, das zu verbinden wäre ja eine neue Liga, die du als Pionier wirklich gründest. Also Keynote Speaker war der Gipfel dessen, was du erreicht hast. Jetzt kommt der Inspirational Speaker. Wahrscheinlich werden wir dann bald die ersten Masterclasses for Inspiration. Ob Inspiration in Speaking sehen, ja, vielleicht. I don't know. Ah, ja. Großartig. Und du bist ja auch ein großer Networker. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Du hast, glaube ich, dein Leben lang schon extrem viel gegeben und dadurch jetzt auch in deiner Aufbauphase natürlich unheimlich viel zurückbekommen. Viele haben mir auch geholfen. Ja. Also nehmen wir mal Martin Limbeck als Beispiel, der ein harter Mentor für mich ist, weil er mir immer sehr, sehr ehrliches, einige würden sagen radikales Feedback gibt. Gleichzeitig auf einer freundschaftlich kollegialen Ebene. Und ich erlebe ganz viele jetzt, die am Anfang wahrscheinlich wird ein bisschen gelächelt. Was macht der jetzt da mit seinen Masterclasses? Dann wird geguckt, Moment mal, also jetzt waren 12.500 Leute bei dem an einem Sonntag. Also irgendwie, irgendwas ist da jetzt ja seltsam. Und dann sagen die natürlich, okay, was machst du genau und wie können wir irgendwie helfen? Und das ist halt schön zu erleben, dass in der Szene, die ich am Anfang sehr, sehr kämpferisch auch untereinander erlebt habe, ich mittlerweile auch so einen Switch erlebe bei den meisten, nicht bei allen, die dann auch mit einem ehrlichen, kollegialen, was kann ich denn für dich tun, kommen. Und das ist schön, wenn wir es gemeinsam eben für die Menschen machen und nicht für die Egos der einzelnen Protagonisten. Und es hat sich wahrscheinlich in der Szene auch wegen dir verändert, weil du einer bist, der immer viel reingebracht hat und deswegen auch viel rauskommt. Und ich glaube, viele das lernen dürften, wie sie unbox your life and relationship machen. Und ich sage ein ganz, ganz dickes Dankeschön auch fürs Buch, fürs Gespräch, für gemeinsame weltbewegende Dinge, die wir schon getan haben, manchmal vielleicht nur gemeinsam im Geiste, immer mehr gemeinsam tun. Das freut mich auch sehr. Gemeinsam New York rocken werden und vielleicht irgendwann der Südspitze dann. Genau. Ich glaube, du verlost noch ein paar, oder? Ich verlose natürlich noch ein paar Bücher, sind unten drin und natürlich sind sowieso alle Links zu dir mit dabei, denn man darf und soll von dir nicht genug bekommen, damit wir ganz schnell zu den Inspirational Speeches kommen. Danke, lieber Tobi. Dir. Danke für ein wunderbares Gespräch bei Scherer Daily. Hat viel Spaß gemacht. Danke.